Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe ein neues Projekt am Start. Ich hatte überlegt gehabt, meine ganzen Foundations einfach mal an einem Tag durchzutesten. Also nicht an einem Tag, sondern jeden Tag. Immer wieder, wenn ich Zeit habe, eine Foundation zu testen, teste ich sie und gebe euch im Laufe des Tages oder am Abend zumindest eine Review. Ich habe hier eine Foundation, da ist ungefähr noch eine Anwendung drinne. Das ist, oder vielleicht auch zwei, das ist jetzt zum Beispiel von 183 Days. Tagespflege habe ich von Balea Med eine drauf. Die benutze ich jetzt erstmal. Die funktioniert ganz gut. Hat bisher immer gut mit den Foundations geklappt. Von daher habe ich überlegt gehabt, immer die zu benutzen. Dann wissen wir unser Ausgangspunkt. Und immer einen Lichtschutzfaktor. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Jetzt benutze ich Beauty von Lacoste Sun Beauty. Lichtschutzfaktor 30 für mein Gesicht. Es ist zwar keine Sonne so richtig zu sehen. Also ich sehe im Moment keine Sonne. Aber ja, genau. Und ich dachte, am Abend filme ich euch nochmal so, wie es denn ausgesehen hat. Dann fangen wir an. Das ist eine 183 Days by Trended Up Matte Foundation. So sieht die aus. Kostet 3 Euro, 4 Euro. Ich schau mal und schreibe euch mal den Preis hin. Ist in der Farbe 030, relativ dunkel. Ich glaube auch, dass da nur 4 oder 5 Nuancen gibt. Also relativ wenig Auswahl. Stehen eine Menge Inhaltsstoffe drauf. Und ja, ist in der Farbe 030 Baby Rose. 30 Milliliter drin. Und ich finde, man braucht relativ viel, weil ich habe es in 2 Wochen fast zur Hälfte aufgebraucht. Kann man so Ja. sagen. Ich werde die Foundation, ist relativ flüssig. Foundation immer mit einem Pinsel erst ins Gesicht packen. Und dann verblende ich das mit einem Beauty-Schwamm. Ich dachte, das ist ganz coole Idee. Ich habe so viel Foundation. Das können wir doch nutzen. Und dann kann ich auch herausfinden, welche ich mag und welche gehen dürfen. Ich habe jetzt alles im Gesicht. Es ist eine mittlere Deckkraft. Ich muss sagen, da, die ist sehr stark parfümiert. Also man riecht sehr, sehr stark so eine Blumenwiese. Ich finde, das riecht wie fast in der Parfümerie, also fast wie im Douglas. So stark ist es. Also der Geruch ist wirklich sehr, sehr. Manchmal denke ich, was habe ich denn heute drauf? Und dabei ist es die Foundation. Also die riecht man wirklich den ganzen Tag. Es ist keine, wo der Geruch verfliegt. Es bleibt auch in den Pinseln und auch im Beauty-Schwamm. Also man riecht das wirklich eine ganze Weile. Mir ist die Deckkraft, ich würde sagen, eine leichte Foundation. Nicht mal eine mittlere Deckkraft. Man sieht deutlich meine Rötungen noch und deutlich mein Horst und Dieter. Hier die Rötungen. Ich baue das Ganze noch mal ein bisschen auf. Gucken wir mal, was noch drin Benutzt hast. habe. Das baue ich dann jetzt hier so auf. Also es ist wirklich nur eine mittlere Deckkraft, was mir manchmal auch wirklich reicht, weil ich doch gerne. Sie ist, ich kann schon ein paar Sachen dazu sagen. Sie ist auf gar keinen Fall matt. Also auch wenn es im ersten Moment so scheint oder heißt, ich finde nicht, dass sie auch den Tag über matt hält. Wir werden einfach schauen, was nach ein paar Stunden ist. Jetzt haben wir gerade 8 Uhr. Ja, das war's jetzt für diese Foundation. Ich habe es ja, die Hälfte war noch drin. Die habe ich umgefüllt in ein anderes Fläschchen mit einem Pumper. Finde ich einfach Ja, besser. Das Finish ist semi-matt. Ich würde schon eher sagen, glänzend. Wir warten jetzt einfach noch ein bisschen. Ich würde auch sagen, ich trage jetzt einfach mal meine anderen Sachen auf und dann hole ich euch nochmal einfach dazu zum Abschluss, um zu zeigen, wie es am Abschluss aussieht. Und was haltet ihr eigentlich für eine Video-Idee? Ich finde es klasse. Ich würde es gerne durchziehen. Ich kann euch mal ganz kurz meine Foundation zeigen. Das sind sie. Das ist eine ganze Sephora-Kiste voll mit Foundation. Und ja, also wir sehen uns Ihr gleich Lieben wieder. wieder. Ich habe alles drauf auf meinem Gesicht. Ja. Es ließ sich alles gut fixieren, alles draufpacken.
Diese Foundation ist matt, klar, ich habe sie auch abgepudert. Wir werden jetzt schauen, es ist jetzt 8:30 Uhr oder sowas und wir sehen uns in ein paar Stunden mal wieder. Vielleicht auch nur gegen Abend, ich weiß es nicht, wie ich es hinbekomme. Vielleicht erst gegen Abend nach 10 Stunden. Ich würde sagen, um 20 Uhr oder 22 Uhr kommt das Update. Ich werde nicht nachpudern, ich werde nichts machen. Ich lasse diese Foundation so, wie sie ist. Ich mache mir mal ein bisschen dieses Fallout weg hier, was so ein bisschen runtergebröselt ist. Ansonsten habe ich wirklich nichts außer der, ja, nichts. Ich habe noch fixiert gehabt damit, Ölcontrol, aber das mache ich jetzt bei jeder Foundation, bis das Ding leer ist. Und dann habe ich noch eine Pulle, also von daher habe ich mir das, ich muss fixieren, damit die ganzen Puderprodukte ineinander verschließen. Bis gleich wieder. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Update. Jetzt gibt es mal ein kurzes Update, wir checken mal meine Foundation, die ich heute auf dem Gesicht trage. Die trage ich jetzt in 5 halb 9, sagen wir mal. Halb 10, halb 11, halb 12, halb 1, halb 2, halb 3, halb 4, halb 5, halb 6. Halb 6 haben wir jetzt gerade 9 Stunden. Und ich muss sagen, es hat sich nicht viel verändert. Sie ist ein bisschen oxidiert. Ansonsten, auch mein Lippenstift trage ich so lange. Ich muss sagen, es ist nur noch oben und unten was zu sehen. Obwohl ich einen Gloss drauf hatte, ist aber alles so mit dem Gloss in die Lippenfalten richtig geil. Zur Foundation. Ich finde, es ist keine. Es ist schon eine matte Foundation, hat mich jetzt echt lange matt gehalten auch. Aber es macht so ein glitschiges. Ich habe meinen Freund dran riechen lassen an meinem Gesicht. Er hat so, oh, es riecht voll wie Parfüm. Ich so, ja, ist Foundation. Also man so riecht sich schon auch eine ganze Weile. Also ich habe sie nicht gleich aufgetragen und ihm gezeigt, sondern 2, 3 Stunden später. Ja. Die betont. Ich würde sagen, sie betont so den Stirnbereich. Ich hoffe, ihr erkennt das. Seht ihr das so? Sie setzt sich schon an so unschönen Stellen relativ ab. Und ich finde auch hier macht sie so Unreinheiten, die ich vorher nicht hatte, macht sie sich sichtbar. An der Nase, gut, ich musste schnaufen, weil meine Nase läuft immer, wenn es so warm wird. Und ja, sonst ist sie immer noch eigentlich auf dem Bereich vollkommen sichtbar. Bis auf hier. Hier trägt sich immer Foundation bei mir ab. Also ich würde sagen, wir gucken mal, was um 20 Uhr ist. Dann habe ich die Foundation auf jeden Fall 12 Stunden drauf. Ich habe mich irgendwie verzählt gehabt. Irgendwas habe ich nicht mit einkalkuliert, irgendwelche Uhrzeit. Ich muss sagen, klar, ich bin zufrieden, sie hält, aber sie kriecht auch in die Poren rein. Und ich will gar nicht wissen, wie es mit Vergrößerungsspiegel aussieht, um ehrlich zu sein. Also wenn ich so gucke, hier in meinen kleinen Fältchen ist sie schon doch. Sie macht auch relativ trockenes Finish auf der Haut. Nee. Das macht nichts. Kannst du mal warten? Ich würde sagen, es ist eine reichhaltige Foundation trotzdem, obwohl sie matt hält. Hier zum Beispiel habe ich es ganz oft, dass hier so sich so Falten bilden und genau da setze ich dann so die Foundation rein. Ich finde es keine verkehrte Foundation. Ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil sie mir einfach vom Finish nicht gefällt. Ich mag das nicht, wenn sie sich so in die Linien setzt und auch eben so Unreinheiten hervorhebt, die gar nicht vorher da waren. Auch hier so trocken, schuppige Haut. Wisst ihr, was ich meine? Hier setzt sie sich gerne ab. Hier im Stirnbereich. Hier finde ich das ganz, ganz schlimm. Sieht es aus, auch mit dem Bron. Es sieht so. Ja, es setzt sich richtig schön in die Poren. Es gefällt mir halt einfach nicht. Wir werden jetzt in 2 Stunden schauen, wie es dann aussieht und. Dann sehen wir uns wieder in 2 Stunden. Meine Lieben, ich bin wieder da. Das letzte Check-up. Wir checken mal meine Foundation und gucken mal, wie sie sich verhalten hat. Ich finde, ich habe kein Primer ja benutzt gehabt extra, um einfach zu gucken, wie die Foundation sich verhält. Ich finde sie irgendwie so, als wäre da Silikon. Ich meine, gut, meine Stirn fühlt sich so, weiß ich nicht, so glitschig an.
auch an den Seiten, wo man ja eher weniger schwitzt. Es ist nicht meine Liebste, von der ich nicht krieg von ihr auch Unreinheiten. Ich würde sie euch überhaupt nicht empfehlen. Seht ihr das? Ich krieg hier, ich habe keine Foundation, also gleich Unreinheit hier hervorgehoben, gleich da. Da ist irgendwas drin, was einfach viel Silikon hat. Und ich hatte das euch ja schon mal bei der Catrice eine Minute Perfektor erzählt. Wenn da zu viel Silikon ist und ich das im ganzen Bereich benutze, oder vielleicht ist es auch die Duftstoffe, wer weiß, was da alles ist. Nee, also ich weiß es nicht. Ich bin also von ihr nicht angetan. Ich bin froh, dass sie leer ist als einzelnes Produkt. Ich habe sie gemischt zwar mit der Elf-Foundation, von der ich super begeistert bin. Also die Elf-Foundation, die kann wirklich was. Leider kann ich sie euch nicht mehr vorstellen, weil es ja ein Gemisch ist. Aber ich kann zu der sagen, das ist nichts für ölige oder Mischhaut. Nichts für, ich weiß es, für empfindliche Haut. Ich würde nicht sagen, dass es für Haut ist mit leichten Fältchen. Ich würde nicht sagen, mit dieser Foundation kann man irgendwie was reißen. Meine Poren sind hier so richtig gereizt. Also ich hoffe, ihr erkennt das, dass ich hier sogar im Bereich vergrößerte Poren habe, wo ich eigentlich gar keine so großen Poren habe. Also es sieht alles ein bisschen gereizt aus, alles überreizt. An sich, wenn man mich von Weitem sieht, sehe ich ja gar nicht mal so übel aus. Man würde denken, ah ja, okay, die trägt ihr Make-up schon so lange. Aber das ist keine Foundation, die ich euch ans Herz legen möchte, auf gar keinen Fall. Denn wenn sich eine Foundation so in jede Pore, ich habe wirklich, jede Pore ist bei mir sichtbar. Jede. Sogar hier, wo ich gedacht hatte, Zu ich bin kämpfen. porenfrei, dann im Gesicht, obwohl ich auch niemand bin, der viele Unreinheiten im Gesicht hat. Aber ihr seht, da entwickelt sich gerade ein neuer Pickel. Den hatte ich heute Morgen nicht. Also bevor ich diese Foundation angewendet habe, hatte ich ihn nicht. Hier im Kinnbereich hatte ich auch nicht so eine Unreinheit, unruhige Haut. Ich möchte mich jetzt einfach nur noch abschminken. 12 Stunden war die Foundation drauf, von um 8:30 bis um, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, bis 19:30 Uhr. Ich habe sie jetzt 19:35 Uhr. Ich habe es jetzt ausgehalten so lange. Aber empfehlen. Nein, keine Kaufempfehlung. Ach, die Betschi Foundation 183 Matt. Ich hoffe, du